Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bloodstained: The Ritual of the Night. Nun, das letzte Mal haben wir das Schloss weiter erkundet und keinen neuen Boss gefunden, soweit ich weiß, nach Sangetsu. Aber dafür den Barbier, den netten Dämon, der uns erklärt hat, dass sein Fluch nur gebrochen werden kann, wenn er eine gewisse Anzahl an Frisuren macht. Ich frage mich, ob das im Spiel implementiert ist, das weiß ich gar nicht. Na stimmt, wenn wir schon hier sind, wir haben ja eine. Wir haben ja eine 8-Bit-Münze bekommen. Also würde ich tatsächlich gerne einmal nachsehen, was für Waffen wir genau damit herstellen können. Die Dämmerungsklinge, ein Großschwert, Stiefel, Stiefel, Schuhe, ein Schild. Als Waffe gesehen kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich das schon mal. In irgendeinem Spiel war das mal. Ein Charakter mit rein, mit nur einem Schild als Waffe. Die verschlüsselte Orchidee. Ikari bedeutet Licht, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Schwert, das das Böse mit seinem heiligen Licht reinigt. Also 5 Punkte schlechter als unseres. Mondlicht, das zu einer Klinge geformt wurde. Tatsächlich wäre das Eos das mächtigste Einhänderschwert, denke ich. Ich kann leider nicht mehr sagen, wie gut ich mit den Stangenwaffen umgehen kann. Wir können gerne einmal irgendetwas probieren. Die Frage ist, was? Ich verstehe, das hat physisch mehr. Dafür hätten wir bei Hikari zum Beispiel das Lichtelement dabei. Es gibt ja noch mehr 8-Bit-Münzen, also ich werde mir das jetzt einmal holen. Man kann die Waffen nämlich auch aufwerten. I like it. Wenn ich mich richtig erinnere. Dafür bräuchten wir allerdings eine 16-Bit-Münze. Verstehe. Können wir irgendwas Neues zubereiten? Nein. Aber auch wirklich gar nichts. Oh, Moment. Nein, aber. Johannes. How was it you figured out a way to stop the crystal from corrupting me? I hate to say it, but I borrowed a bit from Alfred's research. He was studying ways to slow down objects. My attempts only worked when I placed Enochian script equivalent to what he chose in the same circular pattern. I think I understand. Sort of. Do you now? I understand that you're far smarter than me. And a poor teacher, apparently. Der Dialog zwischen den beiden ist immer schön. So, bevor wir jetzt effektiv wieder zurück in das Schloss gehen,
würde ich tatsächlich gerne ein paar Zutaten kaufen. I found a carriage that will take me across the courtyard bridge, but a stone statue is blocking the way. What a coincidence! A message arrow just arrived from Zangetsu. In the Temple of Rainbow Glass, seek the demon carrying a stone statue in tribute. Perhaps that demon's shard is just the power you need. Does Zangetsu have Herculean strength? How did he manage to cross the bridge? He drew a little sketch here at the bottom of a burly man leaping a great chasm. Oh, come on. Is there anything else you need? Während Zangetsu einfach aufzieht mit einem Brief, ist wirklich faszinierend. Is this right? Thank you. Man kann nicht mehrere, oder? Is this right? Then we have a deal. Is that then we have a deal? Is thank you. Is then we have a deal. Is thank you. Is thank you. Is plenty thanks. Stimmt. Thank you. Come back anytime. Die gute Dominique versorgt uns immer mit den Notwendigsten. Oh, hello, Mace. Oh, you're looking fit as ever. Ja. Die Kleine ist irgendwie niedlich. Haben wir hier was Neues? Have you learned anything? Here's what I've turned up on. Nein. Dann sehen wir uns mal an, ob unsere Saat schon aufgegangen ist. I finished the harvest. Here's your share. Wunderbar. Reis. Here to plant something. Ja, Kartoffeln haben wir noch. Can you plant this? Sure, I'll get to work. Wunderbar, wunderbar. Ich glaube, das hier haben wir noch länger nicht, How oder? Are you? Das müsste in den Archiven sein, oder? Aufgaben, genau. In Geschenken an Noel, eine Brigandin. Dafür bekommen wir Pizza. Ach, das unwiderstehliche. Ich denke, das haben wir noch nicht. Ah ja, Benjamin. Den ungeschickten Jungen haben wir auch gefunden. Und er ist nicht hier im Dorf. War irgendwie zu erwarten, leider. So. Staying up late tonight. What are we transmuting this time? Aha, dann sehen wir mal, ob wir irgendwas herstellen können. Tatsächlich. Wir können. Zuerst einmal. I'll go with this. Ein geholtes Omelett. Great. Tell me, what exactly is the Liber Logaeth? A book written by an alchemist named John Dee. It's written in Enochian script, which is said to be the language of angels. The book has the power to summon good spirits. But demons are not good spirits. Power is power. If you can summon good spirits, then all it takes is some changes to the structure of the rite to summon something else entirely. I suppose that makes sense. You researchers come up with some wild ideas. Ich will in der Tat etwas mehr kochen, also werde ich noch ein paar Sachen einkaufen. I suppose you have a point, but... Huh. We're done talking. I must go. We're not done talking. I... And there he goes. Sorry you had to see that.
He really doesn't like me, does he? Oh, he's just stubborn. Can I help you with something? Ja gut, das dann geht's so. I have something new to... Einfach nur ein bisschen grummelig bestimmt. Is this right? Thank you. Is this right? Many thanks. Is that then we have a deal? Is this right? Many thanks. Is that thank you? Is that then we have a deal? Is then we have a deal? Is that many thanks? Is this right? Many thanks. Thank you. Lassen wir es erstmal dabei. Und wie funktioniert das dann? Hoffentlich können wir genug Essen herstellen. Wenn nicht, lasse ich es gut sein und mache erstmal Dungeon weiter. Staying up late. What are we transmuting this time? I'll go with this. Können wir das Spiegelei herstellen? Great. I'll go with this. Paste würde ich gerne herstellen. Great. Jetzt können wir Mannschuhe herstellen. Ein Nachmittagssnack aus dem Osten, der aus Bohnenpaste und Teig besteht. Klingt lecker, muss ich sagen. Great. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich Mannschuhe schon mal gekostet habe. Pasta können wir herstellen. Great. Und das chinesische Nudeln können wir noch herstellen. Great. Tafelwasser. Great. Und das, was sie uns gezeigt hat, könnte das... Ja, sieht aus wie eine Pizza, denke ich. Das sieht nicht essbar aus, aber ist in Ordnung. Und ich will in der Tat noch warten, bis ich mehr Dinge habe. Mehr Scherben. Die sinkt unser Glück. Glück ist vor allem auch wichtig für Drops, also auch für die Scherben. Daher möchte ich Glück nur ungern senken. Ein los eleganter Umhang, das wäre gerade ideal. Löwenpelz. Ich glaube, das müssten wir sogar schon bekommen können. Ah, so viele Entscheidungen. Moment. So Johannes, you and Dominique are old acquaintances. Yes, she's risked much to help us, despite her position in the church. For example, she arranged for the galleon that took us here. And she gave us use of one of her homes. That was where you first woke up. Why would she be so kind? I don't know, but she seems interested in alchemy. She even helped me develop the rite that stopped the crystal from overtaking you. As far as I'm concerned, she took us in after the guild's destruction when no one else would, and has allowed me to continue in my research. We owe her a huge debt. We do. Also trotz unbekannter Beweggründe doch eine nette Person. Die gute Dominique hilft uns ja, wo sie nur kann.
So, dann essen wir mal. Scrumptious. 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 Würde die ganzen Boni bekommen. So, jetzt würde ich sagen, genug von dem ganzen... Ah, ich wollte noch nachsehen. Ah, ja. Ich kaufe noch ein paar Heiltränke und dann gehen wir wieder ins Schloss. I have something new to offer you. Ja, jedes Mal, wenn wir etwas herstellen, gibt es das hier auch. Is this right? Then we have a deal. What are you looking to sell? Mich überhaupt irgendwas Vernünftiges zu verkaufen. Stimmt, Sachen wie die Kung-Fu-Schuhe oder die tödlichen Stiefel brauche ich eigentlich ohnehin nicht. Man könnte sie theoretisch auch zerlegen, allerdings, ja. Sicherheitshalber eine kleine Anzahl an Waffen aufheben. Man weiß ja nie. Das ist der gute alte Rollenspiel-Messi, der aus mir spricht. Einfach alles aufheben. Man weiß nie, wann man was brauchen kann. Allerdings glaube ich nicht, dass wir drei Ringe brauchen. Ich habe gerade gesehen, wir haben tatsächlich eine Brigandine, das heißt, wir können die bei Abigail abgeben. Und bekommen die Pizza, die wir wiederum Susi geben können. Und die Brille, glaube ich, war es bekommen. Ich glaube, es war eine Brille. So, du willst die hier. Here's what you asked for. This is it. That's one more villager we can lay to rest. This is the keepsake I'm looking for. Right. I'll see if I can find it. In Gedenken an Morris. Fledermausflügel. Thank. Ups, die haben wir gerade ausgerüstet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die haben wir ausgerüstet. Also sobald wir einen besseren Schal haben, können wir die hergeben und bekommen Schokokuchen. Schokokuchen. So. Ach ja, Pizza. Mal sehen, ob es das ist. Did you? That's it. How did you know? Oh, I can't wait to try it. Oh, it's delicious. Save some for me. I feel a little better. Thank you, You're welcome. Don't give up. You're going to get through this. Is there anything else you'd like to eat? Yes, actually. But hang it all, I can't remember what it's called. I'll help you figure it out. Verlangen nach frittiertem Fingerfood. Dafür bekommen wir das Tsurumaru. I suppose I'll stick around and wait a little while longer. Das sieht verdächtig nach Pommes aus. Richtig, richtig, richtig. Pizza. Erhöht unsere Verteidigung. Yay. Ja, klar. Wer kennt's nicht? Pizza. Mal sehen, wie effektiv das gegen Dämonen ist. Ich meine, das Lichtelement. Rein theoretisch müsste es eigentlich ganz gut sein. So, jetzt haben wir viel zu lange in dem Dorf gebraucht. Wird Zeit, dass wir wieder
ein paar Dämonen knüppeln gehen. Und durch das Mosaik zurück in der Kathedrale. Genau getroffen, verdammt. Ist irgendwas gedroppt? Nein. Dann können wir... Oh, ich glaube, das haben wir uns noch nicht angesehen. KID 1764. Ein weiterer Gönner hat die Gilde im Stich gelassen. Die heutige Welt hält unsere Arbeit für ausschweifend, sinnlosen Mystizismus. Und obwohl meine Vorgesetzten versucht haben, den Aristokraten damit zu drohen, dass ihre Verspottung des unfassbaren Dämonen vor ihre Tore rufen wird, so bezweifle ich doch stark, dass diese Taktiken den Untergang der Gilde abwenden werden. QIY 1764. Meine Vorgesetzten arbeiten immer besessener. Sie haben ein Schreiben geschickt, dass ich mich auf das Beschwören von Dämonen konzentrieren solle. Sie halten also meinen Kristall für eine Zeitverschwendung. Ist diese neue Aufgabe denn keine? Das Liber Logaias befindet sich schon seit Generationen im Besitz der Gilde. Wenn Sie glauben, dass Sie so plötzlich einen Dämon daraus hervorzaubern können, dann ist Ihr Glaube irrgeleitet. Oh, ein Secret. Ein Rosenring. Ja, die guten Alchemisten. Ein Ring, der die Menge der Magie steigert, die durch Mana-Rosen wiederhergestellt wird. Ah, und die konvexe Brille haben wir. Eine Brille, die Weitsicht korrigieren soll. Alles sieht größer aus. Verteidigung und Intelligenz. Ah. Das ist die schlechtere Version der Tanzmaske, verstehe. Die guten Alchemisten. In ihrem Größenwahn haben sie eine Katastrophe beschworen. Schon wieder treffen. Oh nein. An das Schwert kann ich mich erinnern. Hauptsächlich, weil die Hitbox so unfassbar klein ist im Vergleich zu vielen anderen Dämonen. Und ich bin schon auf ein Viertel runtergefallen. Ach. Haha. Haarerscheinung, das heißt, wir haben neue Frisuren freigeschaltet. Jetzt komm hier runter. Zum Glück ist er im Treffen nicht sonderlich gut. Schnellfeuer für Blunderbuss, Torador und Veretragner. Oh. Werde ich nicht benutzen, von daher... Hm, ein Speicherpunkt. Der kommt ja wie gerufen.
Ja, ein bisschen werde ich noch weiter aufnehmen. Eigentlich wollte ich ja nur 20 Minuten Folgen machen. Na, natürlich genau reingesprungen. Verdammt. Ach komm schon. Bist du nicht so gut im Treffen? Oh. Was bekommen wir von dem nochmal? Eine passive Scherbe. Die Wirkung wird automatisch aktiviert, wenn die Scherbe ausgerüstet ist. Int-Verstärkung. Steigert deine Intelligenz. Na, no, das ist doch fantastisch. Scherbe. Int. Hm? Ermöglicht schnelleres Wirken. Bringt uns jetzt gerade im Moment nichts. Da ich den Zauber kaum anwende. Oh, ein Bosskampf. Den sehen wir uns auf jeden Fall noch an. Ja, es ist tatsächlich der. Wow. Verdammt. Ich glaube, ich sollte die Waffe wieder wechseln. Ich habe noch Pizza. Wechseln wir wieder zurück auf das Ulfbert-Schwert. Das macht zumindest mehr Schaden. Ja. Nein. Böse Hand. Verdammt. Au. Nein. Verdammt. Sonst doch da oben. Ich dachte, da oben wären wir wenigstens sicher. Ich einfach immer zu nah bin. Ah, verdammt. Das ist nicht gut. Das ist neu. Ah! Manipulative Scherbe. Magie, die einen dauerhaften Effekt hat, wenn sie MP verbraucht. Craftwalk. Halte dich an bestimmten Gegenständen fest und verändere sie. Können wir uns gleich einmal ansehen? Ist die. Ah, die wurde schon ausgerüstet. Das funktioniert jetzt. Nein. Ah, so. Sieht so aus. Da können wir nicht drauf. Da kommen wir auch nicht weiter. Da kommen wir auch nicht hoch. Ja, dann müssen wir hier lang. Ah. Ein TP-Max ab. Hervorragend, das ist immer das Beste. Und dann ein Einhornring. Mal sehen.
Ein Ring, der die Wiederherstellungseigenschaften der Gegenstände verstärkt, die du benutzt. Das wäre in der Tat nicht schlecht für mich. Senkt unsere Verteidigung um ein... unsere Verfassung um eins. Nehme ich trotzdem. Das kann ich auf jeden Fall brauchen. Na gut, dann... Einfach nur, weil ich es kann. Ich mag das, dass man sich auf alles setzen kann. Dann werde ich zurück zum Speicherpunkt gehen und das Ganze hier mal beenden. Dann muss ich leider sagen, das war's schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht zuzusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bei Bloodstained: Ritual of the Night. Bis dahin. Ciao, ciao.